Ich bin seit Kindheit verbunden mit Bethel. Meine Eltern hatten gute Beziehungen nach Bethel. In unserem Wohnzimmer lag immer der Bote von Bethel. Und ich kann mich gut erinnern, dass meine Eltern mit uns Kindern dann einmal einen Besuch in Bethel gemacht haben, einen befreundeten Pastor besucht. Das hat mich begeistert, die Art und Weise, wie ganz natürlich mit den Behinderten zusammengelebt wurde. Ich erinnere mich an einen Gottesdienst in der Zionskirche, ein lebendiger Gottesdienst. Und ich habe später dann als Pfarrer auch immer wieder mit Konfirmanden Ausflüge, Freizeiten in Bethel gemacht, um die Arbeit dort kennenzulernen. Ich wünsche jetzt allen Mitarbeitenden und allen Bewohnern von Bethel, dass sie ein wunderschönes Jubiläum feiern können, zurückblicken auf 150 Jahre einer guten Tradition und daraus Kraft gewinnen, auch weiterhin im Geist christlicher Nächstenliebe eine solche wichtige Arbeit zu tun. So wie du bist, so wie du bist, so bist du für mich der Sonnenschein.